Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Also Geduld und Ruhe ist ein gutes Rezept, was nicht heißt, dass man auch schnell schießen kann. Also das ist beides möglich, aber es hat auf jeden Fall viel mit Konzentration zu tun und sich in sich gehen, ein bisschen zurücknehmen und das Ziel ins Auge fassen. Und dabei kann sich Dirk Rösner viel Zeit lassen, denn auf seinem Bogensportparcours wird auf Silikonattrappen geschossen. Vor 17 Jahren entdeckte er das Bogenschießen. Seitdem ist aus dem Hobby eine Leidenschaft geworden. Vor ein paar Jahren eröffnete er den Parcours. Die Erfahrung des Bogenschießens, die kann man eigentlich schlecht mit Worten vermitteln. Man muss es einfach machen und wird relativ schnell von der Faszination überwältigt, würde ich mal sagen. Doch vor dem Schießen kommt der Bau. Vom Holz bis zum Bogen können bis zu 6 Monate vergehen. Der traditionelle Bogenbau braucht einfach seine Zeit, so Dirk Rösner. Er ist nämlich nicht nur Schütze und Besitzer des Parcours, er ist auch Bogenbauer. Und alles beginnt mit dem Entrinden eines Astes. Nachdem es etwa 2 Jahre abgelagert war, muss ich quasi erstmal herausfinden, ob sich das Stück überhaupt eignet, weil, wie man hier sieht, befinden sich manchmal Äste unter der Rinde, die ich vorher nicht sehen konnte. Und deshalb kann ich erst entscheiden, ob ich den Bogen überhaupt weiterbaue, wenn die Rinde komplett drunter ist. Für den Bogenbau können verschiedene Baumarten verwendet werden. Esche oder Ahorn sind aufgrund ihrer Stabilität und Flexibilität besonders geeignet. Dirk Rösner muss sehr genau arbeiten. Daher werden seine Werkzeuge auch immer feiner, je mehr das Stück Holz seine endgültige Form annimmt. Der kleinste Fehler und die Arbeit kann von vorne beginnen. Das Wichtigste kommt zum Schluss, das sogenannte Tillern. Da schaue ich mir an, ob der Bogen sich schon einigermaßen harmonisch biegt. Das heißt, ich finde dann Stellen raus, wo es noch ein bisschen zu steif ist. Da würde ich dann halt entsprechend noch ein wenig Masse wegnehmen. Und ich sehe auch Stellen, wo er möglicherweise zu viel biegt. Und mit dem Prozess versuche ich das Ganze dann eben nach und nach in Harmonie zu bringen. Der Bogen muss eine Einheit bilden. Der Schütze muss die Harmonie des Bogens spüren. Der Bogen von Dirk Rösner hat die Eigenschaften erreicht. Nun kann er auf dem Übungsplatz getestet werden. Große Zufriedenheit, wenn der Pfeil perfekt seinen Weg ins Ziel findet. Die Harmonie stimmt. Der Bogen kann nun von den Gästen genutzt werden. Für 7 Euro kann hier jeder mit Pfeil und Bogen auf Tierjagd gehen und sich durch den Wald in Dedelsdorf pirschen.